Hallo und herzlich willkommen zum FAL-Report mit Caroline und Diana. Mitte Mai waren Gäste aus Shanghai an unserer Hochschule in Senftenberg. Anlass war eine Kooperation im Bereich des Maschinenbaus. Die Hochschule Lausitz kooperiert mit der Shanghai Second Polytechnic University. Am 15. Mai 2013 trafen sich Vertreter beider Hochschulen in Senftenberg, um nach dem ersten Besuch einer Delegation der HL in Shanghai im Mai 2012 und einem Gegenbesuch im Januar 2013 die Kooperation nun vertraglich zu fixieren. Dazu begrüßte der Präsident der Hochschule Lausitz, Professor Dr. Günther Schulz, gemeinsam mit dem Studiendekan Maschinenbau, Professor Dr. Silvio Simon und Professor Dr. Matthias Ziegenhorn als Koordinator sowie der Leiterin des Sprachenzentrums Ilka Bichbeimer eine Delegation aus Shanghai. Der Vizepräsident des University Councils der Shanghai Second Polytechnic University, Professor Dr. Hu Sheng, wurde begleitet vom Dekan der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften, Meng Zhaowang, sowie der Vertreterin des Sprachenzentrums Feng Lan. 1.100 Bedienstete sorgen an der Universität für die Ausbildung von 20.000 Studierenden in 31 Bachelor- und 30 höheren Programmen. In dem von Professor Dr. Günther Schulz und Professor Dr. Hu Sheng unterzeichneten Memorandum werden unter anderem die Kooperation auf dem Gebiet des Maschinenbaus, der Austausch von Studierenden und Dozenten, die Zusammenarbeit in Bezug auf industrieorientierte Forschung sowie die gemeinsame Organisation von akademischen Konferenzen, Seminaren und Workshops vereinbart. An die Vertragsunterzeichnung schloss sich ein Rundgang über den Senftenberger Campus an. Dabei begleitete Stefan Machau aus dem Masterstudiengang Maschinenbau als deutsch-chinesischer Übersetzer die Kooperationspartner durch die modernen Labore des Maschinenbaus. Bereits Ende März stand eine andere Kooperation auf der Tagesordnung, als die Wissenschaftsministerin Perspektiven für die Gesundheitswissenschaften in Senftenberg erörterte. In einer Pressekonferenz berichtete der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates der Hochschulregion Lausitz, Wolfgang Krüger, am 25. März 2013 über die am selben Tage stattfindende Fachkonferenz Ingenieurwissenschaften und Gesundheitswissenschaften mit rund 30 Wissenschaftlern und Unternehmern an der Hochschule Lausitz in Senftenberg. Hierbei handelte es sich um eine von mehreren Fachkonferenzen zur Vorbereitung der Neugründung der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg zum 1. Juli 2013, wie die Wissenschaftsministerin Prof. Dr. Dr. Sabine Kunst ausführte. An diesem Tag ging es insbesondere um die Zusammenarbeit von Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und Physiotherapeuten in dem forschungsintensiven Bereich Gesundheitstechnik. Der Präsident der Hochschule Lausitz, Prof. Dr. Günther Schulz, freute sich, dass der Schwerpunkt Gesundheitswissenschaften mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen in der Biotechnologie und den Anwendungen in der Medizintechnik nun durch die Gesundheitsfachberufe in ihrer Akademisierung weiter ausgebaut werden soll. Prof. Dr. Andreas Lendlein, Leiter des Instituts für Biomaterialforschung und Standortleiter Telto des Helmholtz-Zentrum Geesthach, sprach die inzwischen langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Bereich Biotechnologie an und freute sich, dass nun eine Rahmenkooperationsvereinbarung mit der Hochschule Lausitz unterzeichnet wurde. Dabei liegt das Interesse insbesondere auf dem Gebiet der regenerativen Therapien wie der Förderung des Knorpelwachstums bei Knochenverletzungen. Im Bereich Biotechnologie gab es Mitte April das 7. Innovationsforum Multiparameter Analytik. Das 7. Senftenberger Innovationsforum Multiparameter Analytik begann am 18. April 2013 an der Hochschule Lausitz in Senftenberg mit Grußworten des Präsidenten Prof. Dr. Günther Schulz und des Ministerialrates Hans-Peter Hiepe vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, das seit 2001 mehrere Senftenberger Innovationsforen im Bereich der Biotechnologie förderte. Trends in Microanalytical Systems and Chip-Based Bioanalysis war das Thema der aktuellen zweitägigen Veranstaltung, die von der Hochschule Lausitz, dem BioResponse e.V. und dem Zentrum für Molekulare Diagnostik und Bioanalytik Berlin-Brandenburg ausgerichtet wurde. Wir bleiben bei der Biotechnologie, denn seit kurzem gibt es dort eine Professur für Multiparameter-Diagnostik. Professor Dr. Peter Schirack wurde am 1. April 2013 an die Hochschule Lausitz auf die Professur für Multiparameter-Diagnostik berufen, die von den Firmen Atomol GA Generic Assays, MediPen und Polyen gestiftet wurde. Neben seinen Lehrtätigkeiten leitet Professor Schirack die Forschungsprojekte Bildbasierte Nachweisverfahren für die medizinische Diagnostik und Multiplex Beat Assays
die das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit April bzw. Mai 2013 für die Dauer von 5 bzw. 3 Jahren mit insgesamt 4,6 Millionen Euro fördert. Bereits zum 5. Mal trafen sich an unserer Hochschule Experten zu einem Photovoltaik-Meeting. Im Gebäude der Elektrotechnik der Hochschule Lausitz begrüßte Professor Dr. Glück von der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik am 17. April 2013 die Teilnehmer des 5. Photovoltaik-Meetings, das wieder gemeinsam mit der Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft veranstaltet wurde. Der Vizepräsident für Forschung, Professor Dr. Schacht, führte in seinem Grußwort aus, dass unsere Hochschule im vergangenen Jahr auch in Photovoltaikanlagen investiert habe und dass im Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit erneuerbaren Energien insgesamt über 90% des Bedarfs gedeckt werde. An diesem Nachmittag wurden die Themenkomplexe Anwendungen, Qualität, Perspektiven in 8 Vorträgen behandelt. Dabei wurden die Gelegenheiten zu Diskussionen von den Vertretern von Firmen und Institutionen reichlich genutzt. In den vergangenen Wochen engagierte sich der Studierendenrat in verschiedener Weise, unter anderem auch für das Semesterticket. Die Studierendenvertretung Stura der Hochschule Lausitz hatte am 3. April 2013 zu einer Informationsveranstaltung über die Universitätsneugründung sowie das Semesterticket in das Konrad-Zuse-Medienzentrum eingeladen. Der Vizepräsident des Stura, Dominik Ewald, wurde dabei durch den Hochschulpräsidenten Professor Dr. Schulz und den Kanzler Schiffer unterstützt. Eine Woche später fand in Cottbus eine entsprechende Veranstaltung statt. Am 23. und 24. April führte der Stura in Senftenberg und Cottbus jeweils in der Mensa die Urabstimmung zum Semesterticket durch. Für etwa 110 Euro pro Semester soll es den Studierenden die Möglichkeit bieten, alle öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin und Brandenburg zu nutzen, sowie die Verbindung RE18 nach Dresden Hauptbahnhof. Bei einer Wahlbeteiligung von 41,2% stimmten 821 dafür und nur 365 dagegen. Damit wird es nun auch an unserer Hochschule ab dem Wintersemester 2013/2014 ein Semesterticket geben. In einer der nächsten Sendungen werden wir vom Shell Eco-Marathon berichten, auch wenn das Lausitz Dynamics-Team dabei leider Pech hatte. Und damit sagen wir Tschüss bis Anfang Juli.